Jawohl. Oh ja. Da steht eine Statue oder eher gesagt so eine Rüstung rum. Die ist mir aber nicht ganz geheuer und die hat eine Waffe an der Seite dran. Zumindest habe ich da so ein paar Ränder gesehen an der Seite. Spruchrolle, Tagebuch, Trank. Todeshauch. Und Verwandlung in einen Drachensnapper. Wo war es denn? Das Tagebuch. Ich werde aber jetzt nicht aus dem Tagebuch vorlesen. Oh. Heuerbuch. Logbuch von Greg. Tagebuch. Tagebuch. Okay, ich lese es doch vor. Ich warte jetzt schon geschlagene 36 Tage auf meine Einberufung. Ich glaube schon nicht mehr daran, dass sie mich aufnehmen werden. Ich habe doch schon alles getan, was sie mir aufgetragen haben. Alles habe ich ihnen hinterhergetragen. Der Schlüsselmeister hat mich angewiesen, die Gitter zu versiegeln. Ich bin bis heute noch nicht dazu gekommen. Wenn das so weitergeht, wird es noch jemand schaffen, einfach so durch das Tor zu marschieren. Nur zu blöde, dass ich mir die Kombination nicht merken kann. Ich wäre schon längst einmal heimlich in der großen Halle gewesen. Ich kann es kaum erwarten, den Meister zu sehen. Ob sie mich zu ihm lassen, wenn ich erst einmal zu ihnen gehöre? Habe gestern mein Glück versucht, bin aber schon an den zwei Hebelkammern gescheitert, bevor ich die drei Schalter des Westflügels in der richtigen Reihenfolge drücken konnte. Der Hund hat die Kammern abgeschlossen. Morgen werde ich versuchen, ihm den Schlüssel abzunehmen. Okay. Das hat der Gute wohl wahrscheinlich nicht so ganz geschafft. Kryptische Texte. Bei Tagebuch. Okay. Ich werde jetzt mal was gucken. Ah, das Auge Innos erstmal wieder aufladen. Stimmt, das musste ich ja auch machen, weil ich ja mit dem Drachen geredet habe. Ist mir gerade ganz entfallen. Okay. Aber normalerweise müsste ich hier doch, ein Rezept kriegen. Na egal. Ich will ja hier nicht so ganz spoilern. Vielleicht kommt das ja auch erst etwas später. Oh, mich greift die Schattenlord Archol.
Okay, 650 Gold. Oh, Rezept. Da war es die ganze Zeit. Und ich hab's nicht gesehen. Ich Idiot. Da suche ich's schon in meinem Inventar und finde es dann. Und merke dann erst, dass es da auf dem Dingens liegt. Rezept. Ich habe eine sehr alte Kunst ins Leben zurückgerufen rufen können. Ich fürchte, dass Apheodaron von meinen Ergebnissen nicht sehr erbaut wäre. Es hieße schlicht und ergreifend, dass ich seine gesamte Brut in meinem Labor zu einem Trank verarbeiten müsste. Wenn er nicht ständig auf seinen Eiern sitzen würde, wie ein Huhn, hätte ich es schon längst ausprobiert. Aber vor seinem Odem habe ich doch noch ein wenig Respekt. Embarla Firigasto, 10 Dracheneier, eine zerriebene schwarze Perle und eine Prise Schwefel. Die Emulsion wird zum Kochen gebracht und anschließend unter ständigen Rühren durch den Destillator getrieben. Dieses Elixier ist mit Vorsicht zu verwenden. Es hat schwere Nebenwirkungen. Der gesamte Mana-Haushalt wird durcheinander geraten. Hört sich doch gut an. Na, ah, ich habe keine schwarze Perle, oder? Ah, schlecht. Ich hoffe, ich krieg da noch eine. Trank, Spruchrolle, Spruchrolle, Trank, Trank. Bevor ich in die Kammer gehe, speichere ich mal. Ach, wen haben wir denn da? Komm ruhig näher. So, mein Freundchen. Jetzt zeig mal, was du kannst. Was soll das heißen? Ganz einfach. Der Meister hat von dir gehörig die Nase voll. Ich hätte dich schon viel früher töten sollen. Aber diesen Fehler werden ich und meine Freunde hier jetzt korrigieren. Boah, der Typ hätte mich wirklich töten können. Ah, der hat einen Sturmbringer. Ah, der hatte nur Kohle dabei. Das ist schlecht. Oh, eine Drachenjäger-Armbrust. Trank und ein schwerer Zweihänder. Vollheilung. Naja, fast ganz voll geheilt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, da muss ich wohl durch. Gehen wir mal nach da oben. Speichern an der Stelle wieder. Okay, hier ist nichts. Gucke ich mal, vielleicht finde ich hier irgendwo eine schwarze Perle. Ach, der Schlüsselmeister. Du bist gekommen, um mich und mein Werk herauszufordern. Du wirst versagen. Es ist noch niemandem gelungen, meine Krypta zu überwinden. Kehre um, denn auch du wirst die heiligen Hallen von Irduat niemals erreichen. Oh doch. Ah,
ja. Das war der Schlüsselmeister. Aber ich will so eine schwarze Perle haben. Ich will jetzt unbedingt dieses Elixier da machen. Beide Hebel nach unten. Und dann mal wieder beide nach oben. Mal gucken, was dann passiert. Ach, es dreht sich auch. Ah ja. Mal gucken, wie viel Mana habe ich. Ich habe 123 Mana. Und Schalter. Schalter im am Spalter. Jetzt müssen eigentlich alle Gitter oben sein. Lol. Okay, dann gehe ich halt mal woanders hin. Gehen wir mal auf die andere Seite. Oh, das ist Zombies. Ich glaube mal... Ich kann bloß jeweils immer Gitter unten oder Gitter oben haben. Oh, okay, die sind Orks. Jetzt ist mir wahrscheinlich das Mana ausgegangen. Oder ich war einfach nur zu nah an ihm dran. Lol, was war das? Ein Schattenkrieger. Einer von Vamires und seine Schattenkrieger. Okay. Dann speichere ich hier mal schnell. Wobei es ein bisschen offensichtlich. Ich habe hier diesen einen Schalter und dann drehen wir ihn mal. Okay, den Schalter haben wir jetzt gedreht. Nichts zu plündern. Da kommt bestimmt gleich was. Alter, was sind das für Geräusche? Und die sind hier im Spiel. Und nicht bei mir draußen. Weil da ist alles ruhig. Außer die kleinen Kinder von nebenan fangen wieder an rumzuschreien.
Aber dann krieg ich hier einen Rage Quit, das sage ich euch, Leute. So, jetzt müsste das Tor aufgehen. Das ist da drüben. Bei dem hier die Zombies waren, die ich getötet habe. Genau, das ist jetzt offen. Und der andere wurde ist wahrscheinlich zugegangen. Drei Schalter, oh mein Gott. Das ist anspruchsvoller geworden. Ich denke mal einmal hier. Und ganz ehrlich, obwohl ich das Spiel durchgespielt habe und schon so oft. Bei den Rätseln hier sage ich immer. Ich weiß gar nicht mal, wie lange ich da letztes Mal dran gesessen bin. Nur um dieses Rätsel zu lösen. Oh ja, da kommt dann so Giftgas dann raus oder irgendwie sowas. So. Machen wir den Schalter zuerst. Dann den. Und dann den hier. Ach, verdammt. Ist doch Müll. Ist doch Bullshit, Alter. Wollte ich nur sagen, wenn hier wieder Goblins kommen, dann drehe ich... dann kriege ich hier ein Rad ab. Endlich! Ich hätte dafür 5 Minuten gebraucht. Letztes Mal bin ich, glaube ich, mal an dem Rätsel hier ungefähr eine halbe Stunde gesessen oder so. Ich hasse Rätselraten in Spielen, ja, ganz ehrlich. Weil das ist bloß... Das, na gut, es ist, könnte eine, es ist meistens an der logischen Reihenfolge. Das, aber ich drücke hier meistens immer wahllos irgendwelche Schalter dann. Na gut, hier beispielsweise dann einmal links, rechts und dann der in der Mitte. So dass es irgendwo schon ist, wenn dann schon offensichtlich oder ist. Skelett Magier. Du wirst mich nicht einfrieren. Das ist irgendwas Großes, was über mir ist und das sich bewegt. Glaube ich mal. Ganz ehrlich, ich hatte das zuvor noch gar nicht. Oh, ein Schattenläufer-Skelett. Jetzt bin ich gerade etwas erschrocken. Als er so dahergesprungen ist. Oh, einmal Schrumpfen habe ich bekommen. Oh, da. Was ist das? Hallo, Zombie. Also die Sachen sind zu einfach, würde ich sagen. Da hätte ich nichts sagen sollen. Mit nochmal 2 Schalter. Oh mein Gott, Alter. Nein. Das ist für mich zu viel. Zu viele Schalter in diesem Spiel. Oh, endlich.
Gelobt sei Innos und so. Natürlich ganz im Rahmen vom hier, dem Let's Play Gothic 2. Sonst würde ich wahrscheinlich niemals schreien, so. Gelobt sei Innos oder sowas. Einmal speichern. Speichern, oh yeah. Zack. Und einmal Tag. Okay. Auf geht's. Da ist noch gerade die fehlerhafte Erscheinung des... Ich erkläre euch mal, warum das da ist. Und zwar ist ja gescriptet, dass hier der Schlüsselmeister kommt. Da ich ihn aber schon getötet habe und dann wieder geladen habe, hat das, glaube ich, mal das Skript irgendwie wiederum dieses Erscheinen geladen. Aber da der Schlüsselmeister tot ist, läuft das Skript an der Stelle nicht weiter und darum ist diese... Erscheinungsdingens da die ganze Zeit da. Ungefähr so, darum ist das da. Ganz einfach, um es auf einem klaren Deutsch zu sagen, es ist einfach ein Bug. Es ist einfach nur ein ganz normaler Bug. Ich würde mal sagen, falscher Knopf oder was. Dann drücken wir mal in den mittleren Schalter. Diesen Schalter. Und dann wieder um den Schalter. Ja, ich habe es geschafft. Ich dachte schon, ich würde jetzt ungefähr eine Stunde an dem ganzen Rätsel sitzen. Aber in Wirklichkeit waren es nur ungefähr eine Viertelstunde. So. Somit kommt der letzte Schalter heraus. Und ich kann in die heiligen Hall von Erdorad. Und tote Orks. Die habe ich ja seit Gothic 1 gar nicht mehr gesehen. Und da hießen die Tempelaufseher oder sowas. Und zwar vom Tempel des Schläfers. Fuck. Fuck, fuck.
Und jetzt eine neue Säule rausgefahren. Wow. Oh. Schalter drücken. Sehr aufwendig gemacht, muss man schon sagen. Oh, da vorne. Rote Augen, das sieht mir schon aus wie der Endboss. Oh, 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 oh. Riecht nach Kuchen. Ach du Scheiße, sie haben gerade mit einem Feuersturm geschossen. Boah, ich wollte... Na, egal. Du wirst mich nicht töten. Voll Heilung. Oh, da vorne steht jemand. Und das ist ein Tor. Okay. Das muss aber ein sehr großes Tor sein. Gehen wir mal zu dem Typen nach vorne, der eine Schwarzmagierrobe an, so eine Xardas besitzt. Da ist nichts zu holen. So, aber der sieht mir aus wie... hat eine Glatze. Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorat, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Schwafel nicht so viel. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Verstehe, noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Okay. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Echt? Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Genau. Weil ich bis dahin alle getötet habe. Mach jetzt mal, ich habe jetzt gerade noch eine neue Flasche aufgemacht, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Nochmal einen Schluck trinken. Vernichten! Ein Augenlicht wird schwinden und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Ich werde dich vernichten! Oh. Ich weiß genau, was das für ein Zauber war. Leute, das ist eigentlich der Instant-Kill-Belia-Zauber. Hätte der mich damit wirklich getroffen, bevor ich ihn getötet habe? Womit denn? Ne, okay. Der hatte doch eine Spruchrolle dabei.
Nachricht. Ah, Schriftrolle Schwarzmagier. Kadosh enem Kadar, das Auge der Macht erleuchtet deinen Weg. Womit denn? Okay. Brauche wohl, glaube ich, mal das Auge der Macht. Dann gucke ich mich hier mal ein bisschen um. Oh, eine Folterkammer, cool. Ah, Alter. Du stinkender Suchender. Oh, da ist eine Truhe. Auge der Macht. Bla bla bla. Ich will ja aber doch noch eine schwarze Perle finden. Mann. Ich will eine schwarze Perle haben. Oh, eine Buchkommode. Hieroglyphen geschrieben. Oh, Trank. Oh, lauter Tränke, cool. Was sind das für Tränke? Ah, das sind die 100er Tränke. Oh, das ist ein Trank. Elixier der Stärke. Zum Glück habe ich gerade nicht den Fehler gemacht und aus Versehen wieder die Traininos getrunken. Okay. Schon wieder wirre Hieroglyphenschrift. Und ich dachte, ich würde hier noch so eine schwarze Perle finden, Mann. Schade, schade, schade. Wobei, die Hoffnung besteht noch hier drin was zu finden. Spruchrolle, Spruchrolle, Spruchrolle. Ah, Spruchrolle. Spruchrolle, Spruchrolle. Ach, scheiße, Mann. Och, Mann. Scheiße. Nichts zu plündern. Wieso sage ich immer die ganze Zeit scheiße eigentlich? Weiß es nicht. Moment, habe ich jetzt eigentlich eine schwarze Perle? Weiß auch gar nicht, ob der eine dabei gehabt hat. Nee, nur das Auge der Macht. Schade. Kadosh MM Kadar. Öffne dich. Okay, Leute. Oh, Leute. Ja, das ist jetzt... richtig, richtig hart. Ich werde alle Zauber hier wegnehmen. Außer zwei Stück werde ich da lassen. Der ein oder andere weiß schon, was ich eventuell vorhabe. Man sieht schon seinen Kopf. Da ist er, der Endboss des gesamten Spiels. Ich werde am besten meine Fresse halten dann, in dem Endkampf. Oder er ist... jetzt werde ich mich muten. Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon, tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? Haben die Dracheneier etwa nicht dazu beigetragen, mich zu rüsten, um zu mir zu gelangen? So sehr du dich auch abwenden und finden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war.
Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Für diesen Frevel wirst du sterben. Ja, nochmals. Ich habe mich jetzt schon entmutet. Werde mich jetzt dann auch wieder muten, und zwar einfach nur, da, falls ihr euch fragt, warum. Ich möchte jetzt nicht diese Endsequenz irgendwie versauen, indem ich was reinsage, und diesen Endkampf auch nicht. Ich werde diesen Endkampf vielleicht zweimal machen, um den Kampf normal zu sehen und auf die Art und Weise, wie ich das eigentlich immer gemacht habe. Also, natürlich, hier, werde mich jetzt muten, ihr könnt noch das Ende anschauen. Wenn alles vorbei ist, werde ich mich wieder entmuten, okay? Also bis gleich, würde ich sagen. Wer bist du? Das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ich trage keinen Namen, so wie du keinen Namen trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer, so wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt, so wie auch deine Hand den sicheren Tod bringt, Drachenjäger. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt, Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen. In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Du kannst seinen Ruf hören. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkrochen bist. Du bist noch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Deine Gebeine werden mir dienen, um der Welt den Atem des Todes zu bringen. Thank you.
So, der Dämon ist gestorben. Hat man jetzt gerade noch gehört. Die Endsequenz habt ihr natürlich gesehen. Das war der Last Boss Fight. Bloß, ja, ich werde das jetzt nicht nochmal machen. Einfach aus dem Grund. Erstmal will ich den noch looten. Ich will da noch wenigstens meinen Erfolg ernten, würde ich mal sagen. Ich habe das sogar, wir haben jetzt 18.04 Uhr. Hab sogar jetzt in ungefähr in der Zeit geschafft, in der ich das schaffen wollte. Das passt natürlich sehr gut. Und natürlich den Seelenstein. Was ich mich aber gefragt habe jetzt, wieso konnte ich den nicht mehr schrumpfen? Sonst konnte ich konnte den immer schrumpfen. Immer. Jedes Mal. Vielleicht liegt es an irgendwas oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt noch mit den Leuten reden, sprich den Freunden. Es ist vorbei, wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Wie hast du es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Wenn du das sagst? Was wirst du nun tun? Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Korinis zurückkehren. Oh, vielleicht übernehme ich ja auch einfach nur Bromors Geschäft. Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Geh nun zum Kapitän und lass uns hier verschwinden. Okay. Tür auf. Ist hier noch irgendjemand? Nö. Okay, dann machen wir hier die Tür auf. Gucke ich, ob ich hier eventuell zu wenig Rohstoffe, um das Auge Innos aufzuladen. Okay. Ah ja, zu wenig Rohstoffe. Ach, da ist Milton. Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Ich habe keine Ahnung. Okay. So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Okay. So, Milton und Diego verziehen sich jetzt aufs Schiff. Und ich muss hier dann mit... Ich rede hier dann mit allen, weil... Die verdienten Abschlussdialoge und sowas natürlich. Und endlich ist es vorbei. Manche werden sich jetzt freuen, manche sind vielleicht auch enttäuscht oder sowas, aber... Du hattest recht. Mario hat uns verraten. Ja. Ich merke ja sonst nichts. Aber dieser Fall war klar für mich. Sei in Zukunft ein bisschen sorgfältiger bei der Wahl deiner Gefährten. Aber, naja. Er ist auf jeden Fall vorbei. Ungefähr fast 150 Folgen. Ja. Auf jeden Fall wird natürlich was anderes kommt, was natürlich gebührender Nachfolger für Gothic 2 ist, aber es wird nicht Gothic 1 kommen. Das kann ich hier dann nicht spielen. Ich brauche erstmal nichts PPC und sowas. Aber da, wenn ich das habe, dann kommt natürlich Gothic 1. Wir sind hier bald wieder weg. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Wie hast du das angestellt? Ich habe den Feind vernichtet. Es muss etwas sehr Mächtiges gewesen sein. Was war es denn nun genau? Ein untoter Drache. Hoffentlich passiert so etwas nie wieder. So viel Sumpfkraut gibt es gar nicht, wie ich jetzt gerne rauchen würde. Tja. Hey, du.
hast es überstanden. Können wir jetzt endlich hier wieder weg? Ja, der Feind ist vernichtet. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Geh zum Kapitän und sag ihm, dass er ablegen soll. Was wirst du jetzt tun? Vielleicht werde ich mich aufs Land zurückziehen und Farmer werden. Ich bin des Kämpfens müde. Okay. Da ist nichts. Feodaron. Und ich weiß nicht, warum die Sequenz gerade so leise war. Die war eigentlich immer, jedes Mal, wenn ich das gespielt habe, immer so leise. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach der Fall. So, dann beeilen wir uns, weil ich will auch langsam von der Insel runter. Nun, das ist Lee. Hey, du. Wir können jetzt wieder aufbrechen. Der Feind ist tot. Sehr gut. Dann sag dem Kapitän, dass er ablegen soll. Du bringst mich doch noch zum Festland, oder? Ja. Korinnes wird auch ohne dich auskommen. Dann kann ich dem König endlich meine lang ersehnte Aufwartung machen. Ich habe lange darauf gewartet. Was meinst du? Sollte es sich am Ende doch noch bezahlt gemacht haben, Geduld zu bewahren? Geduld und die passenden Argumente. Ja, ohne ein bisschen Waffengewalt geht es nicht. Es war mir eine Ehre, mit dir in die Schlacht gezogen zu sein. Mögen sich unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Oh ja. Oh ja. Aber ich glaube mal, irgendwo werde ich ihn den guten, namenlosen Helden vermissen. Mit seinen schlagkräftigen Argumenten, seinen tollen Waffen und allem. Und der Stimme. Ach ja. Aber natürlich, Gothic 1 wird natürlich auch noch kommen und da werden wir ihn wiedersehen. Ob ich Gothic 3 spiele, ist mir nicht gewiss. Weil es würde sehr lang dauern. Ziemlich ragevoll. Noch schlimmer als Dark Souls. Und ja. So, da wartet auch Gorn. Du bist beim Schiff geblieben? Klar. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Was passiert denn jetzt noch? Gar nichts mehr. Ich will nach Hause. Ja. Nach Hause? Wo ist das? So wie ich dich kenne, gibt es so etwas für dich nicht. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir stürmen die nächste Taverne und werden uns erstmal sinnlos besaufen. Vielleicht. Hey! Komm wieder runter, Mann! Es ist vorbei! Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Sag dem Kapitän, er soll das Schiff klar machen. Okay. Werde ich machen. So, dann reden wir noch mit Lares. Das hat nicht alles glauben, was wird sich nie etwas ändern. Dich kümmert das Ganze scheinbar überhaupt nicht. Ach, weißt du, ich hab mir gedacht, dass du es schaffen würdest. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Ich werde dir erst einmal folgen, schätze ich. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. So, Pedro. Was hätte ich dir vor? Müde? Ich bin völlig fertig. Leg dich in die Koje. Wir sind bald wieder auf See. Danke, Mann. Ich dachte schon, ich kippe hier noch von der Bank. Gute Nacht. Meine Meinung will ja keiner. Wer erzählt denn sowas? Okay. Pedro macht sich jetzt auch auf den Weg. Bennett, der ist schlafen. Batras steht hier rum. Hey, du. Ich habe hier einen Almanach der Besessenen. Du hast noch mehr davon? Bringe mir ruhig alle, die du finden kannst. Ich habe hier einen Eimer. Du hast noch mehr davon? Okay, lol. Ich habe es geschafft. Ich weiß, ich spüre es. Du hast Belia einen Schlag versetzt, der ihn noch einige Zeit beschäftigen wird. Kann ich mich jetzt zur Ruhe setzen oder habt ihr Magier noch eine Leiche im Keller, die von dieser Welt vertrieben werden muss? Das Böse findet immer einen Weg, auf diese Welt zu kommen. Der Krieg wird niemals enden. Leute, legt nur mir auch Adanos allein steht zwischen den streitenden Göttern, um das Gleichgewicht zu erhalten.
Er hätte mir mal lieber helfen sollen. Das hat er. Dessen kannst du dir sicher sein. Sag nun dem Kapitän, dass er so schnell wie möglich ablegen soll. Die momentane Ruhe kann trüben. Denke mal, wenn die noch länger da dran sind, dann ist da wahrscheinlich die Hölle los auf der Insel. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann werde ich jetzt erstmal noch mit Bennett reden. Wo ist Bennett? Da ist Bennett. Wir haben hier alles erledigt. Freut mich zu hören. Ich kann diese olle Schmiede nicht mehr sehen. Ich brauche wieder festen Boden unter den Füßen. Ach Mann, stimmt ja. Ich bin ja besessen. Nein! Ach Mann. Ich leg sich heute auch nur in das Bett rein. Ach, scheiß doch auf die Tränen, Innos, ganz ehrlich. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Na, ist dem Kinnlader wieder runtergekippt. Die funkelt so schön. So, reden wir mal mit Girion. Wir können jetzt mit dem Schiff ablegen. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde auf dem Felsen hier verrotten. Du übergibst jetzt das Schiff mit sofortiger Wirkung wieder an mich. Noch sind wir nicht in Korinnes. Und ehrlich gesagt bin ich auch nicht so scharf darauf, wieder in Korinnes einzulaufen. Ich war dort jetzt schon lange genug. Ich habe mir schon sowas gedacht. Das ist aber weder der Ort noch die Zeit, das zu klären. Unterhalten wir uns auf See nochmal darüber. Was soll's. Ich freue mich trotzdem, dich wieder heil an Bord zu wissen. Wenn du auch ein Schlitzohr bist, hast du doch zu guter Letzt im Sinne der Rechtschaffenheit gehandelt. So, jetzt geh zum Kapitän und lass ihn das Schiff wieder hier heraussteuern. Okay. Torloff. Ich habe den Feind eliminiert. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Wie sieht's aus? Können wir jetzt endlich abhauen? Ich brauche noch einen Moment. Mach schnell. So, speichern. Und Leute, jetzt könnt ihr noch den Endscreen hier anschauen. Oder eher gesagt, den Epilog. Ich werde mich jetzt wieder muten. Also bis gleich. Ich habe den Feind eliminiert. Ich habe auch nicht... Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas, was genau ist im Tempel von Irdorath passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Wir legen ab! Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest. Wir werden uns wiedersehen. So, Gothic 2 Credits, richtig episches Ende. Zuerst der Bosskampf, diese Sequenz. Ja, und dann auch natürlich diese epische Musik und den Endscreen.
Ja, viel habe ich jetzt nicht mehr zu sagen. War super Spiel, super Let's Play. Alles war super. Bloß die Musik ist ein Ticken zu laut, würde ich sagen. Ich hoffe, man kann es noch raushören, aber egal. Und natürlich freue ich mich auf das nächste Let's Play. Mit euch, mit mir und irgendeinem Spiel. Und jetzt kommt noch ein Bonus-Part. Oh yeah! Oh, doch kein Bonus-Part jetzt. Der kommt danach, glaube ich mal. Ja, Leute. Ihr könnt jetzt hier die noch gerne von mir aus anschauen. Ich sag jetzt nochmal, was ich zuvor gesagt habe, wenn es übertönt wurde. Dann hier, natürlich, es war ein super Let's Play. Zuerst der epische Bosskampf. Dann diese, dann dieser tolle Epilog. Und die Credits mit dieser richtig geilen Musik. Also, ganz ehrlich, Jobot Entertainment, Piranha Bytes Entertainment. Es ist eine super Leistung, was sie da vollbracht haben. Ja. Und natürlich freue ich mich auf das nächste Let's Play mit euch, mit mir und irgendeinem Spiel. Ich werde mich wieder muten. Ich gehe jetzt auf die Toilette. Ihr könnt euch das anschauen. Wir sind überladen. Wir müssen was von dem Gold über Bord werfen. Finger weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht schlecht. Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Das Gold bleibt an Bord. Was nützt uns das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut. So, jetzt kommt nochmal die Musik von Hallen von Irdorod. Ich verabschiede mich jetzt, natürlich. Bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sunbros, praise the sun. Yo, und bis zum nächsten Projekt.